Hey alle zusammen und willkommen zu einem neuen kleinen Spiel, was ich da zwischendrin spiele. Ich habe mich mir vor 2 Wochen gekauft. Fand ich ziemlich cool. Dem Spiel selber nochmal. Video sogar in 1080p diesmal, allerdings nur mit 30 Frames, was uns, glaube ich, dauert das Rendern viel zu lange. Hauptgrund, wenn ich das Spiel starte, während die X-Tory läuft, stutzt das mir die ganze Zeit ab. Deswegen nehme ich das jetzt hier mal mit Shadowplay auf. Nachteil, ich habe keine 2 Audio-Streams, also hoffe ich mal, dass der Ingame-Sound okay ist, weil ich kann in den Optionen, wenn wir das uns anschauen, kann ich nichts ändern außer die Sprache. Und selbst bei der Sprache muss ich quasi raten, wo es denn drin stehen soll. Also fangen wir direkt an. Survival-Modus. Spielprinzip ist relativ einfach, das ist was wie Minecraft, Survival. Ist wirklich ein Early Access noch. Und die Szenario ist einfach, dass dieses große Schiff hier abgestürzt ist und wir wurden so eine Art Rettungskapsel. In the late 22nd century, humanity is beginning to colonize space. Before colony ships arrive, habitation vessels are appointed terraforming missions. The Aurora was one such vessel. During its descent, the Aurora was struck by a mysterious energy pulse, resulting in catastrophic hull failure. A single life pod jettisoned prior to impact. You were in that life pod. Okay, also, wir haben quasi den Absturz der Aurora überlebt und sind in dieser kleinen Rettungskapsel gerettet worden. Am Anfang gibt es hier so eine kleine Truhe, da sind nochmal tolle Sachen drin. Flashlight, Beacon, ein Kompass, ein Welder und Lithium. Wow, das sind echt mal gute Sachen. Also im Augenblick brauche ich die Sachen nicht, aber die sind später ziemlich cool. Das spart mir jetzt schon mal ein bisschen was. Ja, und das Erste, was wir machen können, ist eben uns umsehen, wo wir innen gerade sind. Da ist die Aurora. Und dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir uns das Spiel ein bisschen an. Wir springen einfach hier rein. Und dann geht's auch schon los. Ich würde mal sagen, anfangen mit Sachen sammeln. Wir müssen halt beachten, dass wir links unten unseren Sauerstoff im Auge behalten, weil so viel haben wir am Anfang nicht. Was natürlich ist ein bisschen lästig am Anfang immer hoch und runter, aber ich möchte mir so schnell wie möglich einen extra Tank holen. Extra Tank holen und ja, danach geht es. Falls ich hier irgendwie mal Frame-Einbrüche habe, das liegt ein bisschen leider am Spiel. Also ich haben wir sind so um die. Was hab ich genommen? Seamoth, okay, was bist du? Auch Seamoth brauche ich nicht nochmal. Einmal reicht. Das Spiel läuft so über. Durchschnitt über 100 Frames pro Sekunde bei mir. Aber. Ja, manchmal hat es einfach seine Einbrüche. Ich habe das Spiel auch schon ein bisschen gespielt. Also die Viecher da unten. Die sind nett, solange man nicht in deren Nähe ist. Und sobald man in die Nähe von denen kommt, fangen sie an, einen anzugreifen. Und die spielen eben gerne mit Metall. In der Nacht werden die leider ein bisschen aggressiv. Das sollte man nicht in den Nähen von diesen. Nein, da hinten spielt einer mit diesen Sportdingern. Ja, und wir müssen eben auch aufpassen. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Fische fangen. Oh Gott. Jetzt haben wir nur noch Salz. Und dann können wir den Kollegen. Geh weg von mir. Da war ich wohl ein bisschen zu nah an seinem Spielzeug. Puh. Finde ich echt cool in diesem Spiel, diese Atmosphäre. Also jetzt am Anfang geht es halt noch, das ist alles recht überschaubar. Aber dann irgendwann kommen schon wirklich. Also in meinem Spielstand, wo ich ein bisschen weiter bin, kommen so Stellen, da fällt man dann in diese Dunkelheit hinein und man sieht einfach gar nichts um sich herum. Und es ist wirklich ein echt beunruhigendes Gefühl, in diesem Nichts zu sein. Das Spiel ist jetzt noch auch relativ im Early Access. Also es fehlt auch ein bisschen Content. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Das kann jetzt auch am Anfang ein bisschen nervig sein, dass die nette Dame uns immer darauf hinweist, beziehungsweise der Anzug. Aber ich wäre mit Sicherheit schon ein paar Mal ertrunken, wenn ich nicht gewarnt worden wäre. Ja, spiel mit dem Spielzeug, ich bin schon weg. Was ich gerade suche, ist auch Quarz. Quarz, wie auch immer. Ist aber schwer zu finden. Ich würde es gerne in der Nacht suchen, aber in der Nacht ist dann halt wieder das Problem. Ja.
dass die Monster ein bisschen aggressiver sind als diese großen da. Wo denn? Wo? Okay, die sind aus irgendeinem Grund sind die ganz super aggressiv. Also ich weiß gerade auch nicht. Muss ich aber eh nicht hin. Denn ich suche noch ein bisschen weiter Metall. Komm. Fisch vielleicht noch, damit ich was essen kann. Die sind nämlich die besten, ich meine jetzt vor allem für den Anfang, die besten Fische, die wir so finden können. Das ist die andere. Da gibt es nämlich noch ein zweites Fragment am Anfang, in diesem Anfangsgebiet hier. Das, ich weiß aber gar nicht mehr, was das ist. Das ist der Constructor. Ah, ein sehr schöner Spot. Was man hier auch machen kann, ist dann hier ein bisschen Terraforming quasi, indem man im Sand buddelt. Ist vor allem für Leute wichtig, die halt dann ihre Basis bauen wollen. Ja, hier kann man Basen bauen. Unter Wasser. Und dann damit eben... Okay, was ist das? Das ist das Lieb. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das Fisch lieb oder nicht ist. Ich gehe jetzt mal nicht zu nah hin. Es sieht freundlich aus, aber... Das könnte hier rein theoretisch jedes Fisch sein. Da hinten mal ein Ding. Den Platz habe ich ja noch mein Inventar. Ein bisschen noch. Dann gehe ich jetzt erstmal zurück und zeige euch. Ja, ich bräuchte eigentlich mehr Quarz. Ich weiß auch, wo die sind. Ungefähr, da gibt es immer so Höhlensysteme und die suche ich eigentlich gerade, weil da sind die meisten. Das ist auch cool. Es gibt diese kleinen Teile, die da dran sind, diese Floater nennt man die. Die heben Steine hoch, indem sie. Emergency. So. 10 seconds of oxygen remaining. Ja, kaum rede ich von Luft ausgehen, ne? Und das. Die Stimme nervig sein kann. Vorher. Ich würde sagen, ich suche noch ein bisschen nach Quartz. Und hier kann man dann zum Beispiel hier an diese Steine hin machen, diese Floater, und dann kann man damit quasi einen extra Höhleneingang schaffen. Aber das mache ich sogar mal. Wo sind sie? Da. So. Übrigens, wenn ihr was in der Hand habt, dann schwimmt ihr langsamer. Ich schmeiß es mit Rechtsklick. Ja, ich brauche noch ein paar mehr. Und das auch kurz, sehr schön. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich hab nur gelesen, dass es geht. Ah, gleich fliegt er weg. Die hier ist auch nicht schlecht. Das sind nämlich. Mit denen kann man dann Wasser machen. So, weg damit. Was wir später auch brauchen, ist ein Messer. Da können wir dann nämlich Sachen schneller kaputt machen. Also diese. Gewisse Metalle sind. Scanning the Aurora. Zero life signs detected. Lethal radiation levels detected. The main drive core has malfunctioned. The primary dark matter containment field has dropped to 36% amplitude. Continuing to monitor. Ja, der Aurora geht anscheinend nicht so gut. Das gibt's ja gar nicht, komm. Komm, einer ist noch da. Ich meine auch, ich hätte mehrere auf einmal mitnehmen können. Und da sind eben diese Teile, die wir auseinanderbrechen können. Da sind dann Metalle drin. Ich glaube, das ist im Augenblick quasi mehr Glück, weil die alle gleich aussehen. Es gibt aber unterschiedliche von diesen kleinen Steinen, die man kaputt machen kann. Und vor allem brauchen wir später Kupfer ziemlich viel, weil das ist... Jetzt komme ich so ein ganz kleines bisschen verarscht vor. Und nein, das werde ich jetzt nicht an dem hier anbringen. Es geht auf jeden Fall. Habe ich gelesen, aber das Spiel ist jetzt auch natürlich noch in Early Access und Alpha. Also sind manche Dinge eben leider noch nicht so wirklich am Funktionieren, wie man es eben erwartet. So, dann gehen wir mal zurück in unser kleines Ding. Dann haben wir hier nämlich ein Gerät, den Fabricator. Und können damit eben erstmal zum Beispiel unser Scrap weiterverarbeiten. Übrigens, wenn ihr Shift gedrückt haltet, dann schließt sich das Menü nicht ständig. Ich hoffe mal wirklich, dass das jetzt hier nicht zu laut ist. Weil, wie gesagt, ich kann den Sound nicht herunterdrehen. Und ich kann es auch im Nachhinein nicht wirklich bearbeiten, weil Mikrofon und Ingame-Audio leider gemeinsam sind. So, wow, habe ich viel Scrap gesammelt. Gott.
Also, was brauchen wir für unseren Tank? Glas. Caution. Blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Ah, okay, ich muss noch was essen, hat sie gesagt. Radiation Suit brauchen wir später. Es gibt noch einen Grund, warum wir irgendwann sogar einen ziemlich früh brauchen, aber jetzt noch nicht. Die will ich haben. Zweimal Silikon brauche ich für die. Und den Tank mit Glas. Und das Messer braucht auch Silikon. Wir brauchen ziemlich viel Silikon. Ich glaube, so kriege ich gar nicht zusammen. Aber erstmal Glas, damit ich hier meinen Tank habe. Der muss im Menü bleiben, der muss nicht angezogen werden. Und ich glaube auch, man kann mehrere davon machen. Wow, das war jetzt schon alles an meinem Quartz. Also, dann wissen wir jetzt, wir brauchen noch zweimal Silikon, das heißt vier. Ich glaube, zwei brauchen wir für Silikon. Ja. Wir brauchen also noch viermal Quartz und nochmal, also brauchen wir sechs Stück. Ich sammle mal das ganze Zeug. Sorge auch dafür, dass ich was zum Essen kriege. Können wir eigentlich hier machen. Ich habe ja ein bisschen Salz gesammelt. Also ihr braucht immer Salz, wenn ihr irgendwelche Fische essen wollt, ohne dass ihr quasi Nachteile davon habt. So bekomme ich was zum Essen und ein bisschen Wasser zurück. Und wenn ihr die Fische einfach so esst, dann bekommt ihr nicht so viel Essen. Und nicht so viel Essen und ihr verliert Wasser quasi. So, wo haben wir sie gegessen? Hier. Gut. Und dann eben hier noch Wasser von dem einen Fisch, den ich da gesucht habe. Und dieses Fragment kommt in diesen Analyzer hinein. Einfach hineinschmeißen und das wird dann einfach, ihr bekommt eine Nachricht, wenn es soweit ist. Dann würde ich sagen, ich gehe noch ein bisschen sammeln, weil das ist jetzt hier vielleicht nicht die allerspannendste Sache. Oh, jetzt ist allerdings auch noch Nacht, das ist gut für uns, weil ich sehe jetzt das Quartz hier besser. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen Quartz gesammelt und das werden wir jetzt natürlich zu Silikon weiterverarbeiten. Wir brauchen also zwei für diese Fußpaddeldinger und nochmal eins für unser unser Messer. Genau. Und jetzt noch die Paddel. Und das nächste, woran ich arbeiten möchte, ist ein Radiation Suit. Brauche ich zweimal Lead, also Blei. Nochmal Silikon. Und ja, wie stelle ich den Lead her? Habe ich das hier schon drin? Ja, da brauche ich Copper Ore und Silver Ore. Okay, und was wir auch noch brauchen, also was ich gerne haben wollen würde, da muss ich kurz schauen. Der Constructor hätte ich gerne. Titanium Ingot, den kann ich schnell herstellen, dann habe ich mehr Platz in meinem Inventar. Also viel wichtiger ist es wirklich diese Small Storage Cube, dafür brauche ich auch noch Copper, also Kupfer. Und ich habe schon ein bisschen geschaut und hier ganz in meiner Nähe ist eine Höhle, wo ich reinschwimmen kann. Oh, da ist noch Quartz, das nehme ich natürlich mit. Muss ich nur rausfinden, wo die war. Ich glaube, das war hier rein. Und da ist dann ziemlich viel von diesem. Ne, das war die falsche Richtung. Da, genau da. Und da ist es an ihm. So, zweiter Grund, warum ich übrigens dieses Video mache, ist, ich habe vor, mir nochmal Minecraft anzuschauen und dann ein Let's Play quasi dazu machen. Wer Direwolf 20 kennt, der kann ungefähr sich dann vorstellen, was ich für Videos denn machen möchte. Jetzt bin ich natürlich nicht so vertraut mit den ganzen neuen Mods, deswegen schaue ich mir gerade ein bisschen sein Let's Play an. Und bin auch ein bisschen überlegen, welches Modpack ich aus Feed the Beast nehmen werde. Ich tendiere gerade zu Infinity, weil da Mods drin sind, die ich gerne hätte. Man kann ganz einfach bei Feed the Beast neue Mods hinzufügen. Blöd ist nur, das war zumindest in der Vergangenheit immer so, sobald die irgendwas ändern, werden die Mods, die man da vorher drin hatte, werden rausgelöscht. Auch die Config-Datei. Und das ging mir unglaublich auf die Nerven. Oder sie haben an der Config-Datei was herumgeschraubt in der Mod und plötzlich waren die Config-Dateien, die ich erstellt hatte für andere Mods, nicht mehr zu gebrauchen. Also so viel dazu. Und was ich aber auch, was der andere Grund ist, es hat sich gar nicht so viel verändert. Also viele Sachen, die im experimentellen Teil noch drin waren das Spiel und da diese Viecher sind unglaublich gemein. Das sind quasi schwimmende Bomben, die auf einen zuschwimmen und die können, je nachdem wie nah dran sie sind, unglaublich viel Schaden machen. Wenn man die mit dem Messer, wenn man die Messer nicht erwischt, dann war es das. Wie viel Kupfer habe ich denn jetzt eigentlich? Schauen wir mal. 3, 6. Das reicht für einen Anfang. Aber ich hätte gerne noch mehr. Übrigens,
Waffen wegstecken, dann schwimmt ihr ein bisschen schneller. Ich hasse diese Viecher. Bei dem roten, da gibt es glaube ich nicht so viel Limestone, also zumindest nicht das, was ich suche. Und dieses Areal ist ziemlich groß. Ach übrigens, diese Teile hier, die spucken immer wieder mal so Luftblasen aus. Und wenn man da reinschwimmt, dann... Ah, verdammt, den Leader weg. Da gibt es immer so kleine Schwärme von diesen kleinen Drecksviechern, diese Bleeder, und die springen auf einen drauf. Und mit Rechtsklick muss man die weghauen. Ich habe jetzt auch gerade mein Messer deswegen rausgeholt, dann geht es schneller. Ja, und einer ist nicht so schlimm, aber wenn das mehrere gleichzeitig machen, dann zieht es euer Leben ganz schnell ab. Und ich finde, das ist ein bisschen schwer, dieses... Was heißt schwer, aber ich finde es nervig. Diese Erste-Hilfe-Kasten zu machen. Und wenn ihr sterbt, ohne dass ihr vorher in eure... Readings from the Aurora suggest erratic fluctuations in the primary dark matter containment field. A breach in the main 30 seconds may cause a cascading quantum flux detonation. Aha, okay. Also der Aurora geht's nicht so gut, wie wir das hier gerade mitgekriegt haben. Aber da will ich sowieso erstmal später hin. Aus mehreren Gründen. Einer der Hauptgründe ist, das sind Viecher. Ich habe da so unglaublich Schiss vor denen. Die will ich ehrlich gesagt noch nicht sehen. Vor allem, was mich hier ein bisschen stört, ist, in diesem Spiel sind die Waffen, die man zur Auswahl hat, einmal die, die ich gerade habe, und dann noch eine andere. Wow, was ist das denn? Also ich muss ganz ehrlich sein, das habe ich noch nie gesehen. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, jawohl. Okay, ich gehe da mal lieber weg, weil ich glaube, das kann einen umbringen. Sieht zumindest mal nicht freundlich aus. Überall Quartz. Aber Quartz ist jetzt gar nicht, was ich suche, sondern ich suche mehr Copper. suche ich weiter und dann craften wir nochmal ein bisschen. Emergency. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen gesammelt. Natürlich ein bisschen mehr als das. Ich habe einen Zwischenstopp hier schon mal gemacht. Ich habe das zweite Fragment gefunden, das ich gesucht habe, nämlich die Stasis Rifle. Die habe ich noch nie gebaut. Soll aber anscheinend gar nicht mal so schlecht sein. Und ich habe ein paar von diesen Dingern hier mitgenommen. Obwohl ich eigentlich gar nicht genau weiß, warum. Das ist einfach. So, als allererstes hätte ich gerne nämlich dieses Blei, damit ich immer schon gegen Strahlung schützen kann. Was brauche ich denn sonst noch? Ich brauche zweimal LED. Oh. Habe ich nochmal genug? Was? Ich brauche nochmal Copper. Ich glaube, ich habe hier vorher was abgelegt. Nein, halt. Auf. Ja, genau. Habe ich mir alles genug mitgenommen? Kein Problem. Entschuldigung, falls es hier in diesem Raum unglaublich laut ist. Ich weiß. Ich kann den Sound nicht runterdrehen. Tut mir wirklich leid. So. Jetzt noch zweimal Silikon. Quartz noch. Quartz habe ich glaube ich da drin. Ich habe mir eine Box auch gemacht, damit ich hier mal ein bisschen Platz habe. Silikon. Zwei Stück war es glaube ich. Und Radiation. So, das braucht immer ein bisschen Zeit, bis es sich quasi aktualisiert. Und ja, wir haben jetzt das komplette Radiation aus. Ausrüstung. So, als nächstes, kleines Ziel, würde ich schauen, dass ich was kriege. Den Sieglight hätte ich gerne, da brauche ich eine Power Cell und Copper Wire. Copper Wire kann ich schon mal herstellen. Und für die Power Cell brauche ich 200 Batterie, dafür brauche ich Acid. Und da brauche ich nochmal Silikon, natürlich. Acid ist allerdings super einfach zu beschaffen, da müsst ihr nämlich einfach bloß diese kleinen Pilze hier mitnehmen. Und hier gibt es ziemlich viele und ich glaube auch die respawnen. Es ist hier in dem Spiel nicht so ganz klar, was respawnt und was nicht. Ich könnte schwören, dass Quartz und so weiter auch respawnt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Quartz ist, das ich übersehen habe in meinem letzten Spiel oder ob das Quartz ist, das tatsächlich wieder respawnt. Also, keine Ahnung. Wir brauchen jetzt zweimal eine Batterie, damit wir eine Powerzelle herstellen können. Großer Kritikpunkt von mir an dieses Spiel, ich habe keine Möglichkeit, Powerzellen zu neu aufzuladen. Das heißt, wenn eine Powerzelle leer ist, dann muss ich... Ich brauche Silikon.
dann muss ich mir eine neue Powerzelle machen. Und ich glaube, nicht alles hier respawnen in diesem Spiel, geht dann irgendwann die Ressourcen aus. Und das war's dann eben. So. Ja, okay. Exhibit characteristics consistent with total degradation of the dark matter containment field. Spikes in quantum fluctuations suggest that uncontrolled cascade detonation will occur with a probability of 83.5%. Ne, kommt noch nicht. Kommt noch nicht. Kommt später. Ich würde auch sagen, jetzt heute die Episode quasi zu Ende. Wir sind ziemlich weit gekommen. Finde ich jetzt für 20 Minuten im Spiel drin. Kann ich noch schnell was bauen, bevor wir irgendwie das Ding abschließen? Ich bin immer so unentschlossen. Ah, ich kann den Seaglide schon bauen, sehr schön. Damit können wir uns unter Wasser ein bisschen schneller voranbewegen. Ich kann es euch gleich kurz mal zeigen. Problem von diesem Ding ist, es verbraucht Energie. Aber ich glaube, das kann man mit Batterien wieder auffüllen. Also Batterien ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und wenn wir eben unterwegs sind, ja, das ist ein bisschen schnell. Aber wenn wir halt den Seaglide nehmen, dann geht das halt deutlich schneller. Und er hat eine schöne, tolle Lampe eingebaut, das heißt, wenn wir Höhlen untersuchen, dann ist das natürlich nicht schlecht. Vor allem jetzt hier am Anfang noch nicht, aber es gibt Gebiete, da sind die anscheinend dunkle, die Höhlen. Ich kenne mich hier nur in dem Anfangsgebiet aus und alles andere habe ich noch gar nicht gesehen. Weil ich möchte vor allem für bestimmte Gebiete ein sicheres Zuhause haben, in Anführungszeichen. Damit meine ich jetzt nicht eine Basis, sondern mit Hilfe des Constructors können wir den Zyklopen bauen und den würde ich gerne mal haben, den habe ich auch noch nie gehabt und irgendwann mal eine Basis bauen. Sagt mir am besten, wie euch das bis jetzt gefällt, wegen Minecraft auch, ja, falls ihr irgendwelche Vorschläge dazu habt. Also wie gesagt, wäre wahrscheinlich Feed the Beast Infinity und ich schaue mir halt gerade noch ein paar Let's Plays von Direwolf an, um zu schauen, wie es denn vorangeht. Das Problem ist gerade, er hat gerade sehr viel mit Botania gemacht und wenn es eins gibt, was ich in dem Spiel nicht so mag bei den Mods, ist es dieses magische Zeug, weil das ist immer so unglaublich zeitaufwendig und das ist immer so, das sind so Sachen, die machen mir keinen Spaß. Sehr schön, mein Stasis Rifle ist fertig. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns demnächst mal wieder.